unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 34 unserer regulären Ausgaben. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber virtuell über die Weiten des Squadcastes hinweg Markus Liermann. Wir müssen als erstes ein Update machen, Markus. Ein Update für? Wir unterhielten uns letztes Mal über die verschiedenen Friseurpreise. Ah. Und na, jetzt bin ich gespannt. Und ich habe ein kleines Update diesbezüglich, nämlich ich war ja diese Woche ein paar Tage in Berlin und war dann irgendwie abends nochmal, wollte ich mir die Beine ein bisschen vertreten und habe dann einen der Friseurläden von Udo Walz gefunden und seine Preisliste dort und habe einfach festgestellt, egal wie wir jammern nicht angemessen. Weil wenn ich mir alleine angucke, wir sprechen ja immer über dieses Waschen, was man ja heute machen muss. Ohne Waschen darfst du ja keine Haare dir schneiden lassen. Also wir reden immer über Waschen, Schneiden, Föhnen, über nichts anderes. Ja. Und da ist der Herrenschnitt, ich finde es immer sehr schön, dass es da auch eine Preisspanne gibt. Also es ist jetzt nicht, dass man einen festen Preis hat, sondern immer von bis. Ist aber tatsächlich bei dem hier in Hamburg auch so. Der hat auch von bis, je nachdem, welche Haarlänge du hast. Aber ich habe bei Udo Walz, bei den Frauen sogar dann noch innerhalb der Haarlängen habe ich noch Preisspannen. Also bei Herren ist es relativ einfach. Waschen, Schneiden, Föhnen zwischen 40 und 65 Euro. Jo. Das ist der Preis für die Herren. Und für die Damen reden wir über kurze bis mittellange Haare, wie auch immer man da mittellang definiert, weil ich dann ja auch noch eine Preisspanne habe für Waschen, Schneiden, Föhnen. Von 75 bis 90 Euro. Und wenn wir dann lange Haare hätten, oder nee, wenn sie dann lange Haare hätte, dann reden wir über eine Preisspanne von 95 bis 130 Euro. Für Haare. Wohlgemerkt, waschen, schneiden föhnen. Da war jetzt noch nichts mit irgendwie kolorieren oder sonst irgendwie. Und dann gibt es natürlich diese Aufpreise für Färben 75 bis 100 Euro. Wenn du Strähnen oder Highlights haben möchtest, lieber Markus, 75 bis 230 Euro. Bis Paintings, 230? Ja. Okay. Es war schon immer etwas teurer, sich dem Besonderen hinzugeben. Ja gut, aber 230 Euro. Ich frage mich immer, ich weiß ja, dass so einige hingehen, das ist der Promi-Friseur und ich will unbedingt mal zu Udo, gut, Udo Walz macht das selber nicht, das sind ja seine Mitarbeiter, aber da kannst du doch nur enttäuscht werden, weil auch das sind letztendlich Friseure, ich gehe mal davon aus, gute Friseure, aber auch nur Friseure. Irgendwann ist da doch auch so ein Moment, wo du sagst so, aua. Oder? Ja, irgendwie schon. Bei 230 Euro wäre dann auch vorbei. Wobei jetzt, also der Haarschnitt für den Mann hat mich jetzt nicht so schockiert, muss ich sagen. Ja, wobei, wenn du an der oberen Grenze nachher bist, weil du, keine Ahnung, ein bisschen... Okay, also an der oberen, Boah, ich finde schon viel. Also vielleicht bin ich da wieder jetzt verwöhnt durch die doch eher ländliche Region, die ich hier bewohne. Ja. Ich fand, es passte irgendwie ganz gut. Ja, das weil stimmt. Weil wenn du gerade... uns darüber unterhielten, so die unterschiedlichen Preise und überhaupt Aufpreise und Hygieneaufpreise, wobei ich nicht weiß, ob denn da jetzt noch irgendwelche Aufpreise im Laden selbst hat. Ich hatte nur die Preisliste draußen gefunden und abfotografiert. Ich werde jetzt einfach meine Klappe halten und mich nicht über Friseurpreise oder höhere Friseurpreise beklagen, nein, das wäre nicht angemessen, mein Jammern. Das, also, mia culpa, ich bin wobei raus. Wobei ich ja sagen muss, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwann im Podcast vor langer, langer Zeit, diese Friseure für 11 Euro, wo irgendwie der Friseur 3 Euro die Stunde, gut, jetzt muss er ja Mindestsatz verdienen, aber Theoretisch. Ja, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten. Wenn es nicht wieder Familienangehöriger ist oder die noch irgendwas abgeben müssen für Scherengeld, Kittelgeld was so halblegal. Genau. So ganz möchte ich mich dazu nicht äußern, weil das ich möchte da niemanden Möglichkeiten eröffnen, Mitarbeiter zusätzlich zu
Naja, aber was ich meine, das ist irgendwie auch nicht in Ordnung, denn bin ich der Meinung, soll der Friseur da auch für seine Leistung auch entsprechend bezahlt werden. Wenn du überlegst, wenn der Friseur jetzt mal als Beispiel, der nimmt jetzt 45 Euro oder 40 Euro, ja, und schneidet dafür eine halbe Stunde deine Haare, hat er 80 Euro die Stunde, die er maximal verdienen könnte, brutto. Abzüglich Steuern etc. etc. bleibt ja nicht so wirklich viel übrig. Insofern finde ich das jetzt eigentlich schon in Ordnung, wenn du das jetzt so mal von der Seite betrachtest, 230 Euro, jetzt ist die Frage, wie lange wird man da jetzt für bedient? Also wie lange hat der Friseur damit zu tun? Das wären ja dann, also... Ja, bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, der Grat ist schmal und bei den 11 Euro oder hier in der Nähe gab es bis vor kurzem sogar einen 8 Euro Friseur. Wobei die das natürlich auch ganz geschickt machen, wenn du das aufeinander legst, waschen, schneiden, föhnen. Das heißt, das Waschen und Föhnen ist die eine Dienstleistung und dann das Schneiden die zweite Dienstleistung und da wird dann irgendwas noch draufgepackt und diese kleinen Nebenkosten, die sonst beim Friseur immer so ganz angenehm sind, was ein Friseur dann auch vielleicht zur Wohlfühloase werden lässt, das ist dann natürlich auch alles nicht da. Ne? Wollte ich gerade sagen, also wenn ich jetzt so an meinen Friseur hier denke, unten am Kontohaus, da zweimal waschen, also einmal am Anfang waschen, schneiden, waschen, Haarwasser, Massage und Styling und dann darfst du gehen. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und ich zahle für meinen Friseur momentan ja nur 43 Euro ein paar zerquetschte, weil ja 16% Mehrwertsteuer. Spare ich jetzt ja einen Euro ein paar zerquetschte. Ja, wenn du das mal so hochrechnest und das mal so betrachtest, dann sind das 40 Euro für eine Dreiviertelstunde Arbeit mit ja doch sehr viel Leistung drumherum. Und das sind jetzt auch, also klar, das Shampoo und was da so ist. Also ich weiß, was das Shampoo kostet in der Anschaffung. Das ist jetzt auch nichts. Ja, ich habe irgendwann mal geguckt, das ist jetzt auch nicht irgendwie günstiger Kram. So, und insofern, ja, wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet. Alles okay. Ist das schon okay? Alles okay. Solange man nicht irgendwie, keine Ahnung, jede Woche das macht. Nee, dann hört aber auch der Spaß auf, weil ich muss sagen, denn darüber hinaus, also ich habe vorher schon immer 30 Euro bezahlt oder 32 für meinen Friseur im anderen Ort. Und jetzt bin ich bei 45 Euro oder ja, theoretisch bei 45 brutto. Ja, ist halt ein gewisser Luxus, den man sich dann irgendwie leistet, aber ich fühle mich da wohl. Ich bin da, also man ist auch am ersten Tag an irgendwie gut bedient gewesen und ja, so bin ich da irgendwie hängen geblieben. Absolut, soll man auch machen, das soll man jetzt auch nicht rein nur über Preis-Leistung, sondern es gehört da auch immer ein gewisser Wohlfühlfaktor, gewisser Vertrauensfaktor. Das ist bei Friseuren natürlich, es gibt genug Leute, die... Und gerade jetzt in der Corona-Zeit mit dem ganzen... Ja. Man muss da sich sicher fühlen, es gibt genug Leute, die reisen ihren Friseurinnen hinter oder Friseuren hinterher. Da kenne ich auch welche von. Wenn die wechseln, also das kann ich alles nachvollziehen. Du sprachst im Nebensatz so etwas an, worüber ich mich gerade mit verschiedenen Leuten zufälligerweise völlig unterschiedlich voneinander unterhalten habe, mit gefühlten Preisen. Die Kalkulation ist das eine, du hast eben schön die Rechnung aufgemacht, was pro Stunde nachher überbleibt und je nach Mietgestaltung und Steuergestaltung und so weiter und so fort. Das ist das eine, aber ich bin im Moment mehr und mehr dazu übergegangen, gerade weil wir auch so ein paar Projekte haben, wo es um Produkte geht, die man jetzt nicht so eins zu eins vergleichen kann. Und wo wir uns dann einfach hinsetzen, selber erstmal eine Meinung uns bilden, was würden wir für so etwas ausgeben und dann auch so ein bisschen, ich sag mal so nicht ganz empirisch, ist auch immer manchmal eine Preisfrage, wenn du komplette Panelforschung machst, das kostet auch richtig Geld, sondern einfach mal so anfängst im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und so irgendwie einfach Leute, die man sonst so kennt und von denen man so auch weiß, dass die eine offene Meinung haben, zu gefühlten Preisen zu kommen. Wir sind so selten im Moment dabei, wir sind so zahlentechnisch orientiert, dass wir gerade bei Produkten, was Apps zum Beispiel kosten dürfen oder wie viel würdest du jetzt spontan, wenn du sagst, oh, das interessiert mich, da habe ich jetzt Bock drauf, was wärst du noch bereit, ist die Schmerzgrenze jetzt bei 2,99, bei 5,99 oder 9,99. Das finde ich einen fast wichtigeren Wert und dann kannst du natürlich hochskalieren, wie viel muss ich davon verkaufen, um dann nachher einen Return on Investment zu bekommen. Diese gefühlten Preise finde ich im Moment, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir einfach auch nur ein Zeitgeist, aber diese gefühlten Preise finde ich im Moment wahnsinnig wichtig. Ja, sehe ich genauso. Ist ja wie gesagt beim Friseur genauso.
Also ja. Das Gefühl, klar, jeder andere wird dir sagen, für 45 Euro, wer geht denn dafür zum Friseur? Oder ne, wenn du sagst, für 230 Euro, auch dafür werden da Leute hingehen. Natürlich, ja, klar. Dafür werden da Leute hingehen, sonst würden sie die Preise nicht haben. Aber es wird irgendwelche Leute geben, die sich da einfach wohlfühlen mit. So, und der gefühlte Preis ist meiner Meinung nach auch tatsächlich der wichtigere. Also, das gerade jetzt in der jetzigen, also ich muss auch sagen, in der jetzigen Zeit, ach toll, mein Nachbar hat mal wieder die Flex rausgeholt. Ich habe das Fenster auf, höre ich gerade. Ich könnte ja mal zumachen, soll ich mal? Mach mal doch, ich mach mal das Fenster zu, ja. Die haben immer so die Angewohnheit, am Wochenende gerne mal die Flex rauszuholen oder die Gartenschere oder irgendwelche anderen Geräte. Da hat man ja Zeit für sowas. Aber ich man muss sagen, fairerweise ist heute 9:45 und nicht 8 Uhr. Ja, das ist noch. Ich habe auch schon andere Tage hier gehabt, ja, ja. Ich war diese Woche hier in Berlin. Ja. Und es war meine erste Hotelerfahrung seit Corona. Ja. Ich habe bisher alles vermieden und wir haben uns ja oft genug darüber unterhalten, wie viel man über Videokonferenz und sonst irgendwie abhalten kann, war ja auch sehr charmant. So und mitteldurchwachsen, würde ich mal sagen. Also tolles Hotel, jetzt auch irgendwie kein billiger Kasten, sondern einfach gut. Aber so wie man damit umgeht, so klar, wir haben uns alle irgendwie an das Thema Masken und so gewöhnt, wann, wie und warum. Ich finde es jetzt auch nicht schwierig, es ist eher die Maske in sich, die problematisch ist, insbesondere bei wärmerem Wetter, aber ich glaube, jeder weiß inzwischen, wann er die Maske aufzusetzen hat und wann nicht. Das klappt auch relativ gut. Aber wenn du dann so im Hotel bist, dann erstmal Maske nicht auf, dann gehst du rein, Maske auf, in den Fahrstuhl, in die Etage, wo die Rezeption ist. Dann stehst du davor, wartest natürlich, weil andere was da vorher besprechen müssen. Und das, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, war eigentlich der längere Vortrag von dem Rezeptionisten, der anfing zu erzählen, ja, also in Zeiten von Corona, ist immer so der Standardsatz, womit man anfängt, in Zeiten von Corona haben wir Folgendes. So, und dann fängt er an zu erzählen, dass das Housekeeping, also die Reinigung des Raumes nicht stattfindet, solange ich da bin, nur wenn ich es speziell möchte und dann vorher abgesprochen wird, dass ich auch lange genug weg bin und so weiter und so fort. Also die Zwischenreinigung gibt es nicht. Ja. Ist so, dass ich lege nun keinen Wert drauf, aber es ist zumindest... Hast du es vermisst? Nein, also okay. Nee, in dem Falle, ich war sowieso nur jetzt 2 Nächte unterwegs, also 3 Tage. Ja. Und das finde ich jetzt völlig unnötig. Eher im Gegenteil, ich finde es dann fast auch Ressourcenverschwendung. Und wenn man da jetzt noch für die kurze Zeit jemanden reinschickt, aber das ist jetzt meine Sache. Dann geht das weiter. Ich wollte da noch was buchen lassen über einen Concierge. Nein, der Concierge ist nicht da, der ist noch in Kurzarbeit. Und das fand ich schon wieder schade, so ein Moment. Ich zahle ja auch den normalen Hotelpreis und so, wenn ich irgendwas gebucht haben möchte für einen Tag, erwarte ich dann, selbst wenn der in Kurzarbeit ist, nicht den Satz, der ist in Kurzarbeit und deswegen wird das schwierig, sondern ich kümmere mich drum. Der kann auch sagen, der Concierge ist nicht da, aber ich kümmere mich dann drum und ich gebe ihm nachher Bescheid und dann ist alles in Ordnung. So, das heißt auch, dass die haben das Hotel ja auf. Ja, genau. Der normale Betrieb läuft ja theoretisch zum normalen Kurs. Dann im Bereich des Frühstücksbuffets, was ja kein Buffet mehr ist, da war ich leicht überfordert und ich halte mich Was hast du jetzt gekriegt? Das Essen an Tisch? Ja, pass auf. Also ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin mit einer relativ guten Auffassungsgabe und einem Grundintellekt. Aber ich fühlte mich dort etwas überfordert, weil das, was ich an Ansage bekam, was, wo, wie abgeholt wird, was am Tisch bestellt wird, was dann dort vor Ort angereicht wird, was ich dann wieder wie holen müsste. Und es fing an mit dem Satz, nachdem ich dann meine Zimmernummer sagte, ja, Sie sind ja gestern angereist, das heißt, Sie waren noch nicht bei uns, dann erzähle ich Ihnen mal ein paar Sachen. Das hörte sich erst harmlos an, aber dann gab es tatsächlich mehrere Stationen, natürlich auch baulich bedingt, so, wo ich dann
was abholen konnte, wo dann jeweils einer stand mit einer Zange, der mir das dann auf den Teller jeweils darauf packte. Bestimmte Sachen konnte ich selber nehmen. Das war aber dann auch nicht so wirklich so gekennzeichnet, dass ich das dann wirklich auch anfassen durfte. Ah, okay. Dann auf der anderen Seite, da wo es um Cerealien und Früchte und sonst irgendwie ging, stand auch jemand. Bestimmte Sachen durfte ich wieder nehmen, bestimmte Sachen wurden wieder angereicht. Warum also nicht macht man einfach, das? Nicht einfach die Hand rausgreifen, sondern nee, das geht so nicht. Ich bin so ein Omelette-Mensch. Das, wo ich so dachte, wenn ich sowieso an der Stelle stehe, wo gekocht wird, also in der offenen Küche dort, hatte ich dann gesagt, nee, ich hätte gerne ein Omelette und so weiter und so fort. Nee, das bestellen Sie bitte am Tisch. Ja, also dann bin ich wieder zurück zum Tisch. Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja. Ach, warum haben die, das war ein organisatorisches Problem dann tatsächlich. Das ist dann über die Überforderung des Personals. Wir unterhalten uns ja häufig darüber, wie werden Konzepte umgesetzt. Man du hast letztes Mal machen. Was mit diesen Nummern, in diesen einfolierten Nummern erzählt. Ja, da muss ich gerade dran denken. Da bin ich mich gestern vorbeigegangen und dachte, ach Gott, die haben auch das gleiche Konzept. Na, so, weil jeder kann ja für sich ein Konzept, solange er die Hygienevorschriften, die generellen Hygienevorschriften einhält, kann er ja das Konzept bauen drumherum, wie er möchte. Das meinte ich damit, dass ich in einem, das ist jetzt auch in dem Falle eine Hotelkette, die auch weiß, was sie tut. Da war ich so, also wie gesagt, das kommt jetzt vielleicht falsch rüber. Das Hotel war toll, Restaurant toll, also alles großartig. Aber das waren so Momente, wo ich so sagte, du hast mir hier gerade Corona ein bisschen zu sehr auf das Tablett gestellt. Ne? Das ist so, es war mir nicht unauffällig genug. Und ich finde, die Kunst ist, das spielerisch zu machen. Und es gibt so manchmal sehr süße Konzepte. Wir hatten uns ja schon im gastronomischen Bereich auch mal über diese Abstandsregelung unterhalten, wo jemand Teddybären mit Platztischen, Platztellern und all sowas aufbaut, was so aussieht wie Gäste, so irgendwelche süßen Geschichten. Im Raum selber haben die es total klasse gemacht. Die haben so Plexiglas-Abtrennung an den Tischen, dass jeweils das hoch genug war, dass man wirklich für sich war und dann aber auch klein genug, dass das nicht weiter auffällig war. Ich habe das sogar sehr genossen. Ich fand diese Plexiglas-Abtrennung so gut, dass ich für mich so gedacht habe, das könnten die sogar auch nach Corona vielleicht beibehalten, weil akustisch war das viel besser, sich zu unterhalten, weil das gar nicht mehr so diesen großen Raum und man hört viel vom Nebentisch und sonst irgendwie. Also diese Plexiglas-Abtrennung haben ein viel intimeres Tischgefühl für mich gebracht. Also ich fand das wirklich toll, wo ich so dachte, liebe Leute, sieht gut aus. Ich fühle mich ein bisschen mehr für mich übernehmen. Das ist ja auch nochmal so eine Frage, was bleibt? Das ist sowieso eins der spannenden Themen, wenn wir mal das ganze Thema Corona haben. Was bleibt? Wenn Corona 2038 mal vorbei ist. War es denn sehr voll? Also war es gut besucht? Das Hotel war gut besucht. Ich kann nun nichts über die Auslastung selbst sagen. Also ich kann es nur anhand der Plätze, wo man sich zusammentrifft. Und die Bar dort ist sowieso ein absoluter Inpoint. Da haben alle möglichen Leute versucht reinzukommen und haben dort irgendwie Schlange gestanden jeden Abend bis sonst. Ich frage mich aber dann, warum der in Kurzarbeit war. Deswegen frage ich so blöd. Weil der Hotelbetrieb selbst wahrscheinlich dann doch nicht, also ja, sowieso nicht zu 100%, ich weiß nicht, ob zur Hälfte oder weniger als die Hälfte, schwer zu sagen, weil wenn Frühstück, ich liebe ja Hotels, wo Frühstück relativ weit ausgedehnt ist von der Zeit her, je nachdem, wann man so wie welche weiteren Anschlusstermine hat, aber ich bin nun auch im Podcast erklärtermaßen kein Frühaufsteher, also mein innerer Biorhythmus ist eigentlich ab 10 fange ich an zu Leistungen aufzudrehen und ich versuche selber, wenn ich Geschäftstermine mache, die nach Möglichkeit nicht vor 10 zu machen. Ich arbeite gern länger und nachts und so weiter und so fort, so mein eigener Biorhythmus ist so, um 10 bin ich da. Ja. Und deswegen finde ich es immer doof, wenn es Hotels gibt, die um 9.30 Uhr schon mit den Hufen scharren, weil die dann die Brötchen schon abräumen wollen. Ja, da gibt es ja auch noch so Hotels. Danach suche ich mir tatsächlich mal Hotels aus, Checkout,
und Frühstück. Ja, genau. Die beiden Dinge sind für mich wirklich überlebenswichtig und ich bin sogar bereit, es gibt ja teilweise Hotels, wo du ja diesen Late-Checkout machen kannst. Checkout, ja. Genau. Der dann bis 18 Uhr, 17 Uhr, 15 Uhr, je nachdem, aber den ich in der Regel buche, egal was es kostet, weil ich mir einfach denke, weil morgens entspannt nochmal frühstücken, entspannt Sachen packen, entspannt das Hotel verlassen und nicht, oh Gott, wir müssen um 8 Uhr aufstehen, schnell zum Frühstück, schnell packen und dann los. Oder womöglich schon am Vorabend den Kram zusammenpacken, um das... Oder noch kurz was in der Stadt zu machen und auch sicher sein kann, dass man seinen Koffer noch da lässt und nicht irgendwie in der Hotellobby... Wobei gerade sagen, ich habe das ja auch schon gehabt hier im Site, die haben einen separaten Raum dafür. Da kannst du das Gepäck runterlassen und dann haben sie einen separaten Raum, wo es dann... Das geht dann auch. Also finde ich jetzt auch nicht so wild. Aber wie gesagt, in der Regel, wenn ich jetzt irgendwie... ein Hotel buche, dann meistens mit Late Checkout, weil ich mir einfach denke, komm, die 3 Stunden Entspannung. Und gerade wenn man nur kurz irgendwo ist, geht dir sonst auch wirklich ja ein ganzer Tag verloren. Ja, finde ich. Dazu. Ist ja so ein erheblicher Aufwand, das alles morgens auf die Reihe zu kriegen mit Aufstehen, Anziehen, durch die Haare gehen, dann frühstücken, dann wieder zurück, Zähne putzen und so weiter, Rest packen und so weiter und das Ganze bis 10 Uhr. Ja, viel Spaß. Ja, ist nicht so meins. Nee, meins auch nicht. Wahrscheinlich ein Teil unserer Hörer lacht sich jetzt gerade kaputt, so, oh Gott, die alten Herren hier. Nee, ich habe ja mal gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnte und wenn ich keine Kundschaft bedienen müsste morgens um 8 Uhr, dann würde mein Tag um 15 Uhr beginnen und morgens um 3 Uhr oder 4 Uhr aufhören. Ja, nee, das wahrscheinlich bei mir nicht. Das wäre so mein Rhythmus. 12 Uhr aufstehen bis 3 Uhr abgammeln. Ich habe auch bestimmte Sachen, wo ich es mir nicht aussuchen kann, insbesondere wenn ich Seminare gebe, da ist natürlich, bin ich um 7:30 da, um dann irgendwie um 8 irgendwie das Seminar zu beginnen, technisch einwandfrei laufend, so und das geht dann irgendwann durch, aber dann mache ich heutzutage nicht mehr so viel danach. Als ich jünger war das dann für mich auch egal, weil ich finde es auch immer schwierig, sich dann auch komplett umzudenken in ein nächstes Projekt, wenn man so irgendwie schon 8 Stunden irgendwelche Einheiten hinter sich hatte. Das finde ich immer sehr schwierig. Solche Phasen, ja. Ja, und das ist nicht so meins. Also ich stelle dann auch fest, dass ich nicht gut bin, wenn ich dann irgendwie einen ganzen Tag schon irgendwie gedanklich bei, keine Ahnung, Marketing oder... Wirtschaftskunde oder sonst irgendwie war im Unterrichtsbereich, der laugt sowieso relativ aus, wenn man viel spricht. Ich stelle fest, wenn man sehr, sehr viel spricht, wie anstrengend das inzwischen ist. Sagt jemand, der sich freiwillig vor einen Podcast setzt. Egal. Ich hab noch eine letzte Frage zu deinem Hotel. Habt ihr euch denn wohl gefühlt? Also habt ihr euch sicher gefühlt? Ja, das absolut. Weil das sind wir wieder beim gefühlten Preis und beim gefühlten Aufenthalt sozusagen. Ja, war also das sowieso Preis-Leistung völlig in Ordnung. Auch von der Einrichtung eher so ein bisschen jünger, alternativer, was ich so schön finde, mal nicht nur. Ich mag auch die gediegenen, aber in dem Falle ist es das genaue Gegenteil. Das war sicherlich in Ordnung. Ich fand, wie gesagt, so diese Kleinigkeiten, wo ich so dachte, gerade Hotels oder alle Dienstleister mit direkt Gast, Übernachtung, Essen und so weiter, da wo es in den Intimbereich eines Menschen reingeht, macht es so spielerisch, wie es nur geht. Und mir fehlte das Spielerische, insbesondere da im Restaurantbereich, wo ich sagte, ey, diese Leichtigkeit, die war da so ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und wie gesagt, diesen Einsatz, unser Concierge ist noch in der Kurzarbeit, deswegen können wir nicht buchen. Das fand ich schon lustig zumindest. Aber wo wir sowieso gerade noch bei dem Thema Berlin sind, auch wenn ich es eilig habe, ich kann Berlin nicht verlassen, wenn ich nicht vorher im KDW in der Lebensmittelabteilung war. Das ist bei mir Gesetz, ich weiß nicht warum. Und es ist auch so ein Ritual, dass ich dort immer irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen besonderen Aufschnitt, so irgendeinen luftgetrockneten Schinken oder sonst irgendwie kaufe für die Rückfahrt. Kleine Anmerkung aus dem Tonschnitt. Die weitere Bearbeitung des Podcasts verzögert sich leider etwas, da nur die Erwähnung des luftgetrockneten Aufschnitts bereits zu vermehrtem Speichelfluss geführt hat und dringend eine Pause eingeleitet werden musste, um die Reste aus dem Kühlschrank zu holen und zu vernichten. Wir bitten um Entschuldigung. Da war ich doch auch so ein
bisschen erschreckt. Wir haben ja Urlaubszeit, so Ferien. Ja, eigentlich eine Urlaubszeit, wo mehr Leute in Deutschland Urlaub machen. Okay, Nachrichten sind voll von Leuten, die jetzt irgendwie kostenlose Corona-Tests kriegen, jetzt heute am Samstag, ja, den 25., wo wir aufnehmen. Gestern wurde gerade irgendwie beschlossen, dass alle, die aus dem Flieger aussteigen, kostenlose Corona-Tests bekommen. Ich frage mich, ob das fair ist gegenüber denen, die in Deutschland Urlaub machen, die die bezahlen müssen. Ich frage mich vor allem, ob das überhaupt was bringt, weil... Weil das meistens ja noch Negativergebnisse sind. Genau, richtig. Weil genau. Die zu kurz... Ja, wenn sie natürlich irgendwie schon... Zu kurze Inkubationszeit, ja. Ja, richtig. Ich war so ein bisschen erstaunt über die Leere von Berlin. Es war wenig los. Und gerade so in diesen touristischen Ding, auch KDW ist ein absoluter Tourismusmagnet. Also jeder, der in Berlin ist und auch mal einen Städtetrip macht, der ist im KDW. Und ich habe mal so von der 6. Etage, da ist die Lebensmittelabteilung, so runtergeguckt in dieses Rolltreppenauge. Und ich habe es teilweise gesehen, dass auf keinem der 6 Etagen, weder rauf noch runter, irgendein Mensch war. Das heißt, das ist ja für mich so ein bisschen so ein Gradmesser, was auf den Etagen los ist. Ich habe mich auch nur oben aufgehalten, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, weil ich dann doch zum Einkaufen im Kaufhaus, auch das habe ich ja bisher vermieden, habe ich ja auch oft genug im Podcast gesagt, habe viel im Internet bestellt, die Maske länger aufsetzen, war für mich auch so dieser Moment so, ich muss jetzt auch wieder raus. Das reicht mir jetzt auch. Also wenn ich hier das AEZ mir angucke in Hamburg, das ist ja auch leer. Also ich meine, es wäre ja, wie gesagt, nie gut, also ist jetzt nicht übermäßig viel besucht und frequentiert, aber du gehst da rein, da ist nichts los. Du bist da quasi mit vielleicht 20, 30, nicht mal, unterwegs. Das Einzige, was da geht, sind irgendwie so die ganz normalen Fressbuden. Hier Gosch ist da und Nordsee und so der Chinese und so diese ganzen Leute, die da mittags irgendwie irgendwas zu essen suchen. Hm. Aber sonst in den Geschäften, nichts los. Bei Dodenhof war ich jetzt, das war sehr überschaubar. Also ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie Nachmittag, 17 Uhr, normalerweise Parkplatz voll. Also da hätte ich überall parken können, fast überall. Ich glaube immer noch die Hemmung und der Respekt vor den großen, ich glaube, dass große Räume, geschlossene Räume immer noch eine Bedrohung darstellen. Man hört viel über Lüftungsanlagen. Erst weil die Flugzeuge in der Kritik stehen, bin ich gespannt, wie lange das noch wieder gut geht. Ja, ja. Ehe sich jetzt die Ersten überlegen, vorgestern war die Diskussion doch noch, dass der Sitzplatz zwischen den Personen nicht freigelassen werden muss, also beziehungsweise kein Abstand gewahrt werden muss, weil das im Flugzeug ja alles gar nicht weil so relevant ist. Weil die angeblich diese tollen Filter haben, ja. Genau, einen Tag später war alles wieder anders. Also das finde ich halt, also ich bin sehr gespannt. Also ich muss momentan weder fliegen noch irgendwas. Ich mache jetzt eine Nacht Hotelurlaub, beziehungsweise zwei Nächte insgesamt. Jetzt einmal nächste Woche, eine Nacht in Travemünde, einfach nur an der Ostsee, einfach mal raus. Und dann noch zwei Wochen später mit meiner Tochter, die gerne mal wieder ins Hotel möchte. Am liebsten nach Hamburg. mal gucken. Also, wenn es irgendwo schöne Hotels gibt, dann in Hamburg. Ich bin gerade so ein bisschen am Gucken. Aber ich werde es mal ausprobieren. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen weiterhin, so im Hotel mit anderen Leuten, mit Maske. Wie gesagt, je nachdem, wie das Hygienekonzept wie meine ist oder Geschichte, genau, wie meine Geschichte am Anfang, wie das umgesetzt wird. Wie du weil aufgenommen wirst. Ja. In der Gastronomie selbst, finde ich, wenn das Konzept gut umgesetzt ist, hast du die gefühlt wenigsten Einschränkungen, weil du trägst nur die Maske, wenn du reinkommst, bis zum Tisch. Ja, ansonsten, aber ganz im Ernst, das ist richtig, aber das, weißt du, ich weiß gestern im Autohaus, ne, auch total geil, im Autohaus, bis zum Sitzplatz, Maske. Zwischen Verkäufer und mir, Plexiglasscheibe. Und draußen keine Maske. Bist also rausgegangen mit dem Verkäufer? Keine Maske, da gibt's ja kein Corona. Bist du drin? Bist du Platz Maske und dann, was soll der Quatsch? Ob die Aerosole nun 3,50 Meter schon verteile, von der Haustür bis zum Platz oder ob ich, das ist doch ein totaler, wo ist da der Sinn? Ja. Das gleiche beim Restaurant, wo ist da der Sinn? Zumal man, es fängt schon mit sowas Banalem an wie, ich gucke mir, keine Ahnung, draußen ein Auto an, das Auto wird aufgemacht und der Verkäufer setzt sich dann auf den Beifahrersitz, dann muss er sie ja wieder anziehen, weil er mir drinnen was erklären möchte. Das ist dann nur an, aus. Ja, dann würde ich auch lieber sagen, lass den Schnuten-Bikini einfach vor der Nase und alles ist gut.
Ja, aber alles andere macht gar keinen Sinn. Aber apropos, Maske, in Berlin gibt es einen Herrenausstatter, der hat aus den feinsten Stoffen, aus Seidenstoffen, aus Anzugstoffen, aus Hemdstoffen, hat er feinste, edelste, geilste Masken. Da habe ich mir auch welche besorgt. Also sicherlich auch nicht so ganz billig, aber wo man mal wirklich auch sagt, nicht so diese 0815 Einwegteile, was ich ja besonders so diese asiatische Nummer, so mit diesen Einwegpapiertüten da vor der Nase, das ist ja überhaupt nicht so meins. Und also, wow, da habe ich mal so gesagt, ja, also, ne, wenn schon, dann mit Stil. Das okay. war, und der, also Hunderte. Das ist, die haben da auch richtig dann auch erzählt, dass sie so gewebte Kautschukbänder haben, auch mit Emblem drin und also vom Feinsten. Und da habe ich zum ersten Mal so gedacht, Corona kann auch schöne Momente haben. Naja, Corona hat ja keine schlechten Momente gehabt. Also. Ja, ne, aber. Gott sei Dank. Also, wissen wir es jetzt nicht für uns. Klar, aber also ne, wenn wir die Einschränkung nicht haben müssten, wäre es natürlich auch irgendwie so ganz nett. Ja. Aber zumindest, das also, fand ich so. Ich fand das so fast deutsch, ne? Also so frei dem Motto, dann machen wir das Beste draus, so. Ja, genau. Ja, das stimmt. Wie gesagt, das so vom gastronomischen Bereich gibt es für mich nach wie vor einige Konzepte, die ich so finde, ja, also akzeptabel. Du hast ja auch bestimmte Dinge gerade auch draußen, aber auch wenn Raum größer ist. Es gibt bestimmte gastronomische Betriebe, die funktionieren gefühlt, wo ich jetzt nicht sage, ich gehe dahin, weil ich dahin gehen muss, sondern weil ich da auch wirklich Spaß dran habe. Gerade die Gastronomie, die ja sonst im Moment auch am lautesten, auch zu Recht am lautesten jammert. Nicht zuletzt hast du vielleicht auch gelesen, hier die bekannte, jetzt nicht mehr Fernsehköchin, aber zumindest bekannte Sarah Wiener hat jetzt ja ihre Restaurants gerade insolvent gemeldet. Auch natürlich genau aus den Gründen, warum sie nun, warum andere nicht. Und wir wissen natürlich nicht, wie es anderen so geht. Das ist eigentlich, wie es wie vorher schon ging, ne? Also kann ja schon vorher nicht so gelaufen sein. Und Corona hat, also wie bei Vapiano ja theoretisch auch, den ging es ja vorher auch schon schlecht, den kam Corona, war auch vorbei. Also insofern, ich glaube, sich Corona da aus dem Fenster ist, glaube ich, manchmal auch ein Ausstieg bei Gesichtswahrung. Und ne? Du kannst im Moment einfach sagen, sorry, hat nicht geklappt, Corona, und sagt jeder, ach so, ja, verstehe ich. Ja, ja, ist richtig. Weil sonst das heißt das irgendwie, hast nicht hingekriegt, ne? Ja, das gibt's auch. Nee, also insofern, wie gesagt. Ich bin auch sehr gespannt, was Corona so, also Corona wird ja weitergehen, wie wir jetzt nun wissen. Und wenn ich überlege, Infektionszahlen waren gestern oder innerhalb der letzten 24 Stunden so hoch, wie zu keiner Zeit während Corona. Also die Neuinfektion. In Deutschland gibt es jetzt irgendwie 6.000 Corona-Fälle. Habe ich das richtig gerade auf dem Schirm? Irgendwie habe ich da gestern was gelesen. Da hast du mich gerade. Ich glaube 6.000 Corona-Fälle. Ich gucke mir immer nur die R-Zahlen an. Alles andere verwirrt mich, ja. Ach so, okay. Ja, da weiß ich gar nicht, wie da der Wert steht. Weiß ich gerade überhaupt knapp nicht. Knapp über 1 im Moment. Ja, okay. So, wenn die also jetzt wieder zurückkommen von Mallorca, von was weiß ich, die kommen ja nicht alle nur von Mallorca, die fliegen auch woanders hin. Aber wenn die wieder aus dem Urlaub zurückkommen, bin ich mal gespannt. So mit Flug und Flughafen und Restaurantbesuch und Hotelbesuch und wie viele Leute da. Warum dürfen Leute allen Ernstes in den Urlaub fliegen, die immer noch als Gefahrenländer angesehen werden? Ich muss da gar nicht so weit gucken, wenn jemand in die USA fliegt. Gar nicht so weit ist auch gut. So weit brauchst du gar nicht. Guck dir die Türkei an. Oder so, wo dann irgendwie... was war das, dieses eine Museum, was jetzt als Moschee umgebaut wurde, wo sie alle dicht an dicht an dicht an dicht saßen und die Feier abgehalten haben. Großartig. Meine Güte. Ne? Ja, also bei den Amerikaner, also wenn ich Herrn Trump hier so angucke, ja, Maske heute ja, morgen nein. Übermorgen das Statement, er trägt sie nur da, wo es wirklich sinnig ist. Er kann es auch erfassen, weil sein Intelligenztest, den er gemacht hat, er weiß bis heute noch nicht, dass es ein Demenztest war, aber seinen Intelligenztest hat er ja mit Auszeichnung bestanden. Ja, ist klar.
Und er konnte sofort auch den Elefanten auf dem Bild erkennen und er konnte auch die 5 Worte, die ihm gesagt wurden, sich merken. Und er schaffte es auch, 100 minus 7 zu rechnen, weil das würde sein politischer Kontrahent ja auch nicht hinbekommen. Also er ist derjenige, der diesen Intelligenztest so hinbekommen hat, also wie ihn vorher noch kein Mensch hinbekommen hat. Ich habe so, als ich das gesehen habe und auch die Berichte und natürlich alle Comedians natürlich stürzen sich da drauf, ich habe Tränen gelacht. Ich habe mir nur immer vorgestellt, das würde jetzt in, keine Ahnung, in Italien, Frankreich, Deutschland, wo auch immer stattfinden, mit unserem Kanzlerpräsidenten, wie auch immer. Wo man vor dem Fernseher sitzt, erst der Mund sich so lange öffnet, bis ein leichter Speichelfaden auf den Schoß tropft und man irgendwann sagt, mach das weg, mach das weg, mach das weg. So körperlich unangenehm, mach das weg. Oh, wie unangenehm, wie peinlich. Weg damit, weg, weg. Und ja, ich weiß gar nicht, wann das... Eine Ansammlung von Peinlichkeiten. Und der stellt sich dahin und erzählt das und hat sich am Vortag ja schon blamiert, wo denn auch der eine Journalist sogar von seinem Haussender Fox sich hinstellt und sagt, das ist kein Intelligenztest, das ist irgendwie ein Demenztest und so und das ist die Frage und das ist die Frage, also den wirklich ja politisch ausgezogen hat und das wie gesagt von seinem Haussender und dann sich am nächsten Tag nochmal hinstellt und das nochmal erklärt, wie geil das war. Oh, den kann aber auch keiner zurückhalten. Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Um so schön im Stammtischniveau noch zu bleiben, meine feste Meinung ist ja, dass wenn er abgewählt werden sollte, was ich... Wird er nicht. Du schüttelst gerade auch den Kopf, was ich auch noch nicht glaube. Glaub ich aber nicht. Wenn er abgewählt werden sollte, es gibt ja wohl irgendwie, ich bin jetzt nicht fit genug in diesem Rechtssystem von der Politik in Amerika, aber es gibt wohl theoretisch die Möglichkeit, dass der Präsident, wenn er abgewählt wird, nicht zurücktritt. Und es ist so, dass er das Amt annimmt und er muss dann auch bewusst wieder dieses Amt abgeben an den nächsten Präsidenten. Das ist so ein Rechtsakt. Es geht darum, wie das rechtlich geregelt ist im ganzen parlamentarischen Gesetz. Und es gäbe die Möglichkeit, dass ein Präsident theoretisch sagt, fickt euch alle. Darf ich das so sagen im Podcast? Egal. Piep. Ich mache explizit. Und dass er einfach sagt, das Wahlergebnis interessiert mich nicht, das akzeptiere, das ist sowieso wahrscheinlich falsch und so weiter. Ich bleibe einfach Präsident und ich bleibe mit Melania, bleibe ich einfach im Weißen Haus sitzen. Das ist wohl theoretisch machbar und dann juristisch... Auch nach 8 Jahren? Nein. Und dann juristisch irgendwie sehr, also es gibt irgendeinen juristischen Weg, das dann nachträgt, aber der dauert wohl. Das wäre, oh Gott, wäre das unwürdig. Mein Gott, wäre das unwürdig. Aber, ja gut, wäre ihm zuzutrauen, aber ja, natürlich. Geht das nach 8 Jahren auch noch, dass er nach 8 Jahren auch sagt, nö, mach ich nicht? Wie gesagt, dann muss er ja quasi, ja, ach, weißt du nicht, okay. Weiß ich nicht, aber wie gesagt, irgendwie, das habe ich jetzt vor ein, zwei Wochen gerade gelesen, das ist die rein theoretische Möglichkeit, die natürlich noch nie ein Präsident gemacht hat, weil es gibt noch sowas wie einen Restanstand eigentlich. Naja. Aber es gibt wohl die theoretische Möglichkeit, dass ein Präsident an der Stelle sagen kann, lasst mich alle in Ruhe, ich bleib hier. Wie peinlich, wie peinlich. Ja, das, wie gesagt, wäre ihm zu trauen irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube ja nicht daran, dass er abgewählt wird. Ich glaube ja tatsächlich, dass er regulär gewählt wird. Ja, wir haben uns vor 4 Jahren genauso nicht vorstellen können. Ich mach keine Prognose. Das ist, aber jetzt, wo die ja alle ihr Geld aus Russland wieder bekommen, also Facebook meine ich, und dann wieder neue Kampagnen gedreht werden für den Präsidenten. Warten wir mal ab. Apropos Facebook, hast du Rooms von Facebook schon mal ausprobiert? Ich habe auch gar kein Facebook mehr. Kann ich ja auch gar nicht. Ach so, ja. Auch den Messenger selber nicht. Nee, alles weg. Facebook, AD. Ja, nö, gut, hätte ja sein Danke, können, dass Merkel. Du... Merkel, endlich raus. Oh.
Hätte ja sein können, dass du zumindest irgendwie, was weiß ich, die App selber gelöscht hast, aber dass du die Messenger zumindest einfach noch behalten hast. Ich habe das gesamte Konto deaktiviert. Ah, okay. Weil ich habe jetzt auch nur Interesse halber mir das angeguckt. Das Einzige, was ich bei Facebook noch poste, ist das, was ich bei Instagram poste, ist dann parallel mit bei... Ach so, bist du auch nicht mehr aktiv bei Facebook? Facebook, ja gut, ich muss halt immer noch beruflich gucken und ich brauche halt Accounts, wenn ich für Kunden irgendwas mache. Sonst, wenn ich selber kein Facebook-Konto hätte, könnte ich die nicht administrieren. Und, ach so, okay. Und dieses Facebook-Room, also das eigene Konferenz-, Videokonferenzsystem, was ja nun auch versucht wird, mit Macht an den Start zu kommen, bohren die echt auf. Nämlich, dass man dort die Möglichkeit hat, mit bis zu 50 Personen, so ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne irgendwelche Zeitbeschränkungen oder sonst irgendwie das zu benutzen. Und jetzt kommt irgendwie das Neueste oder der neueste Hammer, dass du bis zu 50 Personen dich zusammenschalten kannst und auch noch live gehen dabei. Das heißt, du kannst dann irgendwie auf einem Portal deiner Wahl, natürlich vorzugsweise Facebook, könntest du dann diese Videokonferenz auch noch live schalten, wo ich mir ansonsten bisher kenne ich dort nur, also vernünftig funktionierend, nur Bezahlsysteme. Und der Anteil der Leute, die live gehen im Moment, ist relativ hoch. Also ich dachte, das ist jetzt irgendwie bei mir so ein Altersspleen, den ich so mache. Mit, ich gehe ab und zu mal live. Nee, das scheint im Moment so ein neuer Trend zu sein. Ja, ja. Gehst du regelmäßig live? Ja, was heißt regelmäßig? Also ich mehr so, so Test, Twitch. Ach so, ja, das ist ja unbekannt. Was? Na, du bist zu alt für Twitch, daran liegt das. Aber ja, ich bin auch zu alt für hier, wie heißt das, TikTok? Wie heißen die anderen ganzen Kaspar-Kram-Dinger da? Scooby-Doo, ja gut, nee, wie heißt denn das da? TikTok ist ja jetzt gerade rausgekommen, dass wenn du TikTok installiert hast, ist immer das, was du in der Zwischenablage hast, das heißt, wo du sagst, irgendwie kopieren, wird automatisch von TikTok nach China übermittelt. Was natürlich auch gerne mal Passwörter sind, ne? Ich habe weder, ach so, ja gut zu wissen, ich habe kein TikTok, ich habe kein... Aber um es gleich auch in die Fürchterlichkeit hinzubringen, nachdem man das von TikTok erfahren hat und natürlich alle aufgeschrien haben, wie kann man nur und so weiter und so fort, hat man festgestellt, es gibt noch zwei weitere Programme, die das machen, das ist Reddit und auch LinkedIn. LinkedIn auch? Mhm. Kannst du bei Heise nachlesen. Auch LinkedIn und Reddit überwachen die Zwischenablage. Reddit kenne ich nicht, aber LinkedIn kenne ich, da bin ich auch gerade jetzt aktiv. Ich weiß. Ich wollte es dir nur kurz sagen, lieber dann Markus. Dann gehe ich wieder runter von LinkedIn, das wäre dann zu blöd. Also eine Zwischenablage abzugreifen, finde ich nur schon... Nur am Handy oder auch auf dem Dings? Das kann ich dir so gar nicht sagen, dass der Artikel ist so ein bisschen wabbelweich. Wie gesagt, bei Heise habe ich das gefunden. Und zwischen auf iPhones. Bisher nur auf iPhones. Auf iPhone, LinkedIn gleich löschen hier. Zack, App löschen, weg. Echt? Tschüss. Ja. Okay. Raus. Ne, ich habe ja sensible Daten. Sehr sensible Daten. Ja. Und habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ja. Und deswegen wäre jetzt auch interessant zu wissen, ob der Browser das dann auch, wenn ich den Tab auf habe, ob der nee, vermutlich nicht. Das, oh, das geht ja wahrscheinlich das, gar nicht. Nee, das dürfte, nee. Könnte ich mir jetzt technisch nicht erklären, dass das geht. Nein. Dann ist jetzt die App auf jeden Fall gelöscht. Mhm. So. Sicher ja, ist die, sicher. Die habe ich nämlich auch nicht auf dem Rechner, weil mir sind meine Kundendaten auch heilig. Ja, nicht nur und, die, Bankdaten. Ja. Und wie gesagt, der Klassiker ist doch, also auch ich habe eine App, wo ich meine Passworte administriere. Natürlich. Selber Passwort geschützt, 256-Bit-Verschlüsselung, das volle Programm, so wie sich das für einen anständigen Consulter gehört. So, und dann hast du aber oft genug irgendwie Passwort. So, für alle anderen auch, ja, aber die machen sie oft nicht. Bitte. Nee, das stimmt. Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und der Klassiker ist doch, ich melde mich irgendwo an, gehe also auf meine App, kopiere das Passwort und füge es dann da in den Browser oder wo auch immer ein im Backend. Das ist ein Klassiker. Und genau deswegen, die Idee ist eigentlich so einfach, dass du einfach nur die Zwischenablage abgreifst. Ich finde schon schlimm genug, dass das technisch überhaupt machbar ist. Das bei Apple.
Und das bei Apple ja eigentlich da sehr. Aber sie haben es jetzt herausgefunden und ich gehe mal davon aus, dass spätestens mit iOS 14 das Thema dann sich erledigt haben sollte. Da kann ich ja LinkedIn wieder installieren, aber LinkedIn ist eh nicht wichtig, da passiert eh nichts. Da bin ich habe auch so, seit Corona kommen so viele Leute, die mich dann über LinkedIn, die vorher sowieso bei Xing und also was mich schon kontaktiert haben, dann zusätzlich, wo ich, ja gut, ja, ne? Das, also ich habe mit LinkedIn verrückterweise wenig. Ja, LinkedIn habe ich auch nur angefangen mit unseren gemeinsamen Kunden, weil ich was für den ausprobieren sollte. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach naja, dann machen wir das mal zusammen. Und habe es dann fertig eingerichtet. Ja, und ich weiß nicht, ich kann mit LinkedIn nichts anfangen. Konnte ich nie was damit anfangen. Ich fand das Design auch ganz gruselig. Wobei inzwischen geht das ja, sie haben es ja tatsächlich ein bisschen verbessert, ne, in den letzten Jahren. Da hat Xing sich ja eher verschlechtert optisch. Ich habe zum ersten Mal so einen Ansatz von Zahlen bezüglich des Unterschiedes Geschäftsreisen gegenüber Videokonferenz. Auch das habe ich bei Heise gefunden. Wir haben uns ja oft genug auch darüber unterhalten, dass natürlich man jetzt durch Corona festgestellt hat, wie gut und wie einfach bestimmte Sachen funktionieren. Wir haben das Thema Homeoffice gehabt, aber eben halt auch, wie viel zukünftig im Bereich Videokonferenz stattfinden werden. Interessant fand ich die Zahl von Rheinmetall. Ne? Ich fange gleich mal mit Rüstung an, finde ich besonders schön. Kannst sagen, schon wieder Rüstung? Ja, weiß nicht, etwas, bin auf einem Waffentrip, nein, nicht wirklich. Sag rechtzeitig Bescheid. Komm du mir hierher. Die Reisekosten sind bei Rheinmetall zurzeit um 80% gesunken. Ja. Haben dann sehr allgemein gesagt, dass sie dann auch für alle Zukunft das intensiver nutzen werden. Aber die haben natürlich, dadurch, dass sie weltweit, ich möchte auch manchmal nicht wissen, in welchen Ländern, haben die natürlich da die großen Vorteile erkannt. Was mich da jetzt fast ein bisschen ängstigt, ist die Tatsache, dass man natürlich wahrscheinlich noch viel weniger von irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden nachgucken könnte, mit wem man dann wie Kontakt hat im Bereich Waffengeschäfte. Das ist so das, was mir dabei einfiel. Und eine Aussage von dem von Sewing von der Deutschen Bank, der sagte, dass wahrscheinlich im Bereich Kundenmeeting zwischen 10% und 20% dauerhaft weniger Reisen stattfinden. Ja. Was ich jetzt erstmal eine vorsichtige Schätzung fand, aber wo die sagten, das ist ein realistischer Wert. Ja, liegt bei 20% und das auf alle, wenn man es mal auf alle Flüge sehen würde, das 20% für die Fluggesellschaft schon eine Welt, natürlich, ja klar. Aber zumindest waren schon mal so die ersten vorsichtigen Äußerungen, die ersten Zahlen, weil wir haben ja bisher immer nur philosophiert, das könnte sein und wird sein und sonst irgendwie, aber dass so die ersten sagen, okay, wir haben tatsächlich 80% zurzeit 80% weniger Reisen und einen Großteil davon lassen wir auch. Alle sagen, es kann viel abdecken, aber niemals die Erstkontakte. Und eine Sache fand ich auch noch ganz spannend, die dabei gesagt wurde, und das unterschreibe ich blanko. Es gibt bestimmte Sachen, die in Geschäftsreisen ungeschlagen sind, die, wo man sich noch irgendetwas einfallen lassen muss, es noch flexibler zu handhaben. Du hast bei Geschäftsreisen, ich weiß nicht, ob du es auch so hast, wenn zum Beispiel du hast einen Pitch oder du hast irgendwie eine Vorstellung deiner Beta-Version oder sonst irgendwie, dass man natürlich das mit den Offiziellen, nenne ich das mal so ein Tüdelchen, bespricht und zeigt und so weiter, das kannst du ganz normal online auch. Aber wie oft, und das habe ich in meinem Bereich, auch im Bereich Marketing oder im Bereich Support und sonst irgendwie und du wahrscheinlich auch, dass man mal eben jemanden dazu holt, es fällt einem gerade ein, Mensch, ich habe doch da die Zuständige für, so, und die kommt mal eben dazu und erzählt irgendwas dazu. Da, ich habe manchmal bei diesen kurzen Gesprächen, diese 10, 20 Minuten, wo der oder die Betroffene mal eben von dem Unternehmen was dazu sagt, mehr Input. Aber das war jetzt nicht geplant, das war völlig spontan. Und dadurch hat sich diese Geschäftsreise fast mehr gelohnt als dieser Hurra, ich präsentiere jetzt mal, wie geil ich bin. Wird effektiver. Ja, und diese Online-Konferenzen, die sind ja mit einem vorher definierten Kreis. Und man kommt jetzt auch nicht mal eben auf den Gedanken, ich hole mal eben jemanden dazu. Das habe ich zumindest noch nicht gehabt, dass man jetzt während, bei keiner Konferenz bisher. Einfach eine neue dann aufgemacht, einen neuen Termin gefunden dafür. Ja, und dieses mal eben dazu holen,
das ist, wie gesagt, der effektive Bereich und der mir schon sehr geholfen hat, dir vielleicht in ähnlichen Situationen auch schon mal. Und wenn man den nochmal technisch aufbohren könnte, Zoom ist dann natürlich eine der besten Varianten, weil man nur mal eben den Link verschicken muss und eben kurz anrufen und sagen, gehen Sie mal eben kurz, klicken Sie mal eben rein und gehen Sie mal eben ran. Ja, ja. Aber dass man das noch weiter aufbohrt, fände ich, ja, also da hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben uns technisch auch wieder sehr sachlich darüber unterhalten, wie gut das alles funktioniert, klar. Also ich bin immer wieder regelmäßig begeistert, wenn ich das richtige System funktioniere, wie geil das ist. Aber diese, ja, dieses, ach Mensch, ich hol mal eben, ich frag mal eben, so dieses, ja, da, wenn wir da noch eine Lösung hinbekommen, gesellschaftlich, technisch, wie auch immer, ich wollte jetzt kein eigenes Videokonferenzsystem aufbauen, wo man das noch einfacher machen kann, so wie so ein Anruf. Wobei theoretisch ist da die Skype-Technik die beste, ne? weil damit kannst du ja anrufen. Nur leider nutzt Skype kaum noch einer für Video. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Die Qualität ist so mies geworden. Oder, nee, die ist nicht besser geworden. So rum, ne? Die ist nicht besser geworden. Ich wollte gerade sagen, die haben einfach nur aufgeholt. Ja, genau. Aber statistisch gesehen ist es ja so, dass das Homeoffice tatsächlich gut ankommt. Auch bei Unternehmen. Wir haben immer darüber spekuliert, so was passiert so und ist Homeoffice überhaupt so wirklich ein Faktor? Und ich höre ganz viele Unternehmen, wenn ich oder Mitarbeiter, mit denen ich spreche, bei Kunden, du bist ja, sag ich schon im Büro oder im Homeoffice? Nee, ich habe endlich meine Büronummer auch zu Hause. Mhm. Jetzt erst? Ja, wir bleiben auch weiter im Homeoffice. Genau. Ja. Okay. Viele, die sagen, Büro, Familie lässt sich viel besser vereinbaren. Alle oder viele, gerade die größeren Unternehmen, haben mitgeteilt, dass die Effektivität der Arbeitsleistung um ein Vielfaches nach oben gegangen ist, dass die Mitarbeiter arbeitsbereiter sind und irgendwie mehr leisten und leistungsbereiter. Doch, also ich muss sagen, es kommt tatsächlich, das, was ich immer gesagt habe, das Homeoffice, das sollte man nicht abschreiben, gerade in Verbindung mit Familie und alleinerziehend und die Effektivität zu Hause zu arbeiten, wenn ich irgendwie ein Kleinkind habe. Ja, ich weiß, es schreiben wieder alle Mütter auf, so, oh, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Kind und Beruf zu vereinen, zu Hause. Naja gut, das Kind geht jetzt wieder in den Kindergarten in der Regel. Die meisten haben wieder regulären Kindergartenbetrieb. Spätestens nach den Sommerferien beginnt der Schulbetrieb in gewisser Form wieder. Da ist man ja auch noch nicht so ganz klar, was passiert und was nicht. Das heißt, man hat am Vormittag ja auf jeden Fall Zeit zum regulären Teilzeitarbeiten. Ja. Und könnte aber theoretisch noch Leistungen am Nachmittag nachholen, je nachdem, wie denn das so passt. Klar, es gibt auch immer noch Unternehmen und es gibt immer noch Bereiche, die können kein Homeoffice. Das wissen wir nun auch. Aber für die, die es können, ist es scheinbar tatsächlich ein Mehrwert und ein höherer Gewinn, die Leute einfach zu Hause arbeiten und zu lassen. Und das alte Thema Fahrzeiten, verlorene Zeiten, Fahrzeiten. Das, was ich immer gesagt habe. Genau, ne? Die alleinerziehende Mütter morgens zum Kindergarten hetzen, ihre Kinder abgeben, ins Büro hetzen, eine halbe Stunde hin verlieren, eine halbe Stunde zurück verlieren und jeden Tag eine Stunde effektiver arbeiten könnten, wenn sie doch einfach zu Hause arbeiten würden. Ja. Das wären 5 Stunden die Woche, das habe ich ja schon mal vorgerechnet, 20 Stunden im Monat. Das ist quasi eine Arbeitswoche Teilzeit mehr. Ja. Und das ist einfach effektiver, es ist stressfreier. Wie gesagt, jetzt fangen die Ersten an, die mir sagen, ja, ich habe mein Büro jetzt auch zu Hause, Telefonanlage ist jetzt umgebaut worden, haben wir umgebaut, neu gekauft, umgestellt auf virtuell, wie auch immer. Ja, und da, sind wir wieder bei dem Thema, wer das nicht hat, aber irgendwie die Hotels klagen alle darüber, dass sie bestimmte Auslastungen nicht machen dürfen, sind aber überhaupt nicht in der Lage, sich technisch so aufzustellen, dass sie den neuen Markt der Büros, der Videokonferenztechnik und so weiter abdecken können. Tagungshotels haben nach wie vor nur Konferenzräume. Und ärgern sich darüber, oh, geht gar nicht, wir können gar nicht so viele Leute da reinpacken. Anstatt mal sich zu überlegen, wie ist heute eine neue technische Anforderung. Ich habe gerade das erlebt mit der Technischen Universität in Hamburg-Harburg und dort gesehen, wie gut Konferenztechnik funktionieren kann, audiomäßig, videomäßig, also bestehende, wo du deine eigene Hardware, dein eigenes Laptop einfach nur anklippst. Und dann eben halt bestmöglich überträgst. Und machen wir uns nichts vor, das merke ich insbesondere im Bereich Webinar.
Du musst die bestmögliche Übertragung, bestmöglichen Ton. Nicht umsonst habe ich überall, wo ich meinen Arbeitsplatz habe, hier solche fetten Mikros vor mir stehen oder hängen, weil einfach der Ton und das Bild so wahnsinnig wichtig ist in einer Überzeugungsarbeit, in einer Schulungssituation oder auch in einer Präsentationsumgebung. Das ist die Anforderung auch von Tagungseinrichtungen. Du musst dort jetzt für alle Zeiten, für alle zukünftigen Zeiten musst du die richtige Präsentationstechnik, die richtige Videotechnik haben, Kameras, die sich automatisch auf den Sprechenden ausrichten. Das ist die Überlebensstrategie, meiner Meinung nach. Und die machen nichts. Also die sagen, ja, wir sind Hotel. Ja, ja, genau, wir machen mal zu. Nächstes Jahr wieder auf. Oder so. Oh, apropos. Da gibt es auch genug die. Ja, ja, Entschuldigung, nee, kannst du erzählen. Nee, gibt ja auch genug Hotels, die inzwischen zugemacht haben, weil sie einfach keine Gäste mehr empfangen durften im Hotel und ihre Kette oder ihren Laden deswegen zugemacht haben. Aber du kannst ja für diese Technik ja auch Technikpauschalen extra berechnen. Das ist ja ein neues Marktfeld. Ja, klar, könntest du, natürlich. Ja. Apropos, ich habe eben so lapidar Webinar gesagt. Weißt du eigentlich, dass der Name Webinar eigentlich gar nicht benutzt werden darf, weil er rechtlich geschützt ist? Hä? Ja? Ja. Gibt es eine Firma dafür oder was? Geht gerade überall rum, also im Management-Magazin oder auch selbst die Handwerkskammer warnt inzwischen davor, den Begriff Webinar im Moment zu verwenden, weil die... Weil, wem gehört das denn? Der Mandantum SMPS GmbH hat das beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und die Frage ist, ob das 2003 eingetragen ist. Jetzt nicht aktuell, wäre ja geil gewesen. Das war ja meine Idee gewesen. Ich bin im Moment auch so permanent am Überlegen, so was man noch irgendwie sich sichern kann, weil jedes, geil, ja. Auch wenn wir uns unterhalten über irgendwelche Namen von irgendwelchen Produkten, wo ich dann immer sofort gucke, wie kann man das auch im Web entsprechend sich sichern und ähnlich, das ist ja so ein beliebtes Spiel zwischen uns. Ja. Aber Webinar, die Frage ist auch, ob das rechtlich auf Dauer durchkommt. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass es einen Rechteinhaber gibt für den Begriff Webinar. Nein. Und wenn ich mir angucke, wie oft der benutzt wird. Ha, wird er schon reich. Also, ne? Ja, man muss manchmal einfach nur bescheuerte Ideen haben. Dreist genug sein, oder? Einfach mal dreist genug sein, ja, eins von beiden. Hast du denn eigentlich eine Scheißidee dieses Mal? Unternehmen wir was präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Ich habe eine Scheißidee von dem Freelancer und selbstständigen DJ Robin Thal, auch genannt der Robin. Der ist DJ vom Bierkönig auf Mallorca. Ah, der und hat jetzt die Trillerpfeife wieder ans Leben gerufen. Was meinst du? Ich sagte, er hat diese Trillerpfeife ins Leben gerufen, um Corona sehr, zu verteilen. Sehr, sehr witzig, ja. nein, der, er ist natürlich auch, wie sich das für so einen Freelancer mit Marktwert gehört, auch auf sozialen Medien sehr aktiv. Und er war in Hamburg und hat dann in eine seiner Instagram-Stories dann reingepackt, ich habe Corona und das wollen wir jetzt ordentlich verteilen. Ach, das war die Nummer, das habe ich irgendwo gelesen. Richtig. Ich wusste, dass der das ist. Sagen wir mal so, das war so semi-witzig. Da versteht man im Moment wenig Spaß zu, insbesondere, wenn wir über Partyzentren uns unterhalten, insbesondere wie Corona sich so richtig schön verbreitet hat und wenn dann ausgerechnet jemand, der dieser Branche angehört, so, das war natürlich alles, es war ja lustig gemeint. Ja, aber das einzig Coole war, dass dann der Bierkönig auch sofort gesagt hat, der war unser DJ. Oha. Ja, das hat sich dann sofort erledigt. Damit war er dann jetzt arbeitslos und macht zukünftig Hausmusik. Ich habe keine Ahnung. Bei Hochzeiten. Irgendwann wird er wahrscheinlich auch wieder gebucht werden, aber du kannst im Moment nur klare Kante zeigen. Du musst, wenn du dich sowieso im Fokus befindest, kannst du außer klare Kante zeigen, nichts anderes machen. Egal was ist, allein das Mallorca und der Ballermann sozusagen, der ja jetzt zu, nicht zu, mal wieder zu, nicht zu und so weiter. Aber egal wie, du bist im Fokus. So, und entweder
bist du als Veranstalter, als Betreiber irgendwelcher Dinge ganz konsequent und vermittelst den Eindruck, dass du deine Aufgabe ernst nimmst. Und dazu gehört auch zu sagen, wenn jemand diese geschmacklosen Dinge davon sich gibt, wo man ja auch erst nicht wusste, ist es so oder ist es nicht so. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ole, ich habe da, vor Urzeiten gab es mal hier diese Leute, die sagten, ich habe AIDS und weil ich so ärgerlich bin, verteile ich das jetzt auf alle, ne, indem ich ungeschützt bin. So, man weiß ja nicht, ob das jemand witzig meint oder nicht witzig meint. Da dann als Veranstalter oder als Auftraggeber zu sagen, du warst es bis heute oder wie lange warst du bei uns, morgen nicht mitgerechnet? Ja, morgen nicht mehr, genau. Und also passt für mich als Scheißidee, dass man da irgendwie sich nicht so weit im Griff hat als erwachsener Mensch und das noch witzig findet. Das, eigentlich weiß man, dass das nicht gut ankommt. Wenn ich eine gewisse Reichweite habe in den sozialen Medien, dann weiß ich, das kommt wahrscheinlich bei der Mehrheit der Menschen nicht gut an. Oder wie ignorant muss ich sein? Gut, dann müssen wir uns wieder über die Grundintelligenz einiger Menschen unterhalten, aber ja, das würde zu weit gehen. Das wird wieder, genau. Ich habe aber auch eine scheiß Idee. Ja. Ich finde die scheiß Idee von Milka Rittersport zu verklagen. Ja! Ziemlich bescheuert. Und ja, lange. Und eine Schokolade auf den Markt bringen zu wollen, die quadratisch praktisch gut ist und sich vom BGH sich das Todesurteil geben zu lassen. Und es ist ja schon das zweite Mal bis in die höchste Instanz, Das ist der zweite Versuch. Man hat das erneut versucht, das Format von Rittersport, was übrigens patentiert, patentiert ist das, ne? Genau, eine sogenannte Marke eingetragen, irgendwas. Eine sogenannte 3D-Marke, die sowohl die Form wie auch die Funktion wie auch die Aussage beinhaltet. Deswegen konnte Milka da, die konnten gar nicht gewinnen, weil es geht ja auch um dieses, wie ich das knackweise aufmache und so weiter. Die Funktion, und deswegen reden wir von einer 3D-Marke. Davon gibt es nur ein paar Tausend in Deutschland. Anfang der 90er Jahren gehört es auf jeden Fall Ritter Sport oder Familie Ritter. Ja. Und Milka hat versucht, das Produkt, haben sie sich sogar ein Produkt auf den Markt gebracht und dafür abgemahnt worden, beim Zweiten, irgendwas sie wollten. Das will ich nicht, ja. Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber die Idee, Rittersport nach gut 30 Jahren nochmals zu verklagen, dass man auch gerne quadratisch praktisch gut sein möchte. Es klingt doch fast ein bisschen erbärmlich, oder? Ja, ja. So, zumal ja Rittersport tatsächlich ja nur diese Schokolade in dieser Form hat. Ne, also sowohl die kleinen als auch die etwas größeren Tafeln. Aber die haben keine länglichen, die haben nur diese quadratische. Und Milka an sich hat ja eine unfassbare Range an Produktarten vom Osterhasen, Weihnachtsmann, lange Tafel, große Tafel, kleine Tafel. Weiche Schokolade, harte Schokolade. Whatever, 100, das hat ja Rittersport gar nicht. Rittersport hat immer das gleiche Format, immer die gleiche Optik, immer den gleichen Kram, nur halt unterschiedliche Zutaten. Ich find's die scheiß Idee der Woche. In der Tat, das stimmt. Das zu unternehmen, da sind wir wieder so ein bisschen unternehmerisch dann unterwegs. Was das sagen, allein gekostet haben muss im Laufe der letzten Jahre. Ja. Weil Milka wird sich bestimmt keine billigen Patentanwälte geholt haben. Die Frage ist halt, haben die tatsächlich darauf gehofft, dass irgendein Richter das auflöst nach 30 Jahren? Das ist ja das, was der Richter ja auch sagte. Es ist ja ein Produkt, was einen Wiedererkennungswert beim Kunden hat. Und der Kunde weiß, das ist Rittersport, das ist das Format, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das Papier und das ist ja auch immer gleich, das ist ja auch, selbst die Verpackung ist ja immer, glaube ich, das gleiche Material, nur unterschiedlich bedruckt. Genau. Und das war ja die Begründung, dass damit auch die Wiedererkennung für den Kunden verloren geht. Und deswegen ist es auch abgelehnt worden. Ich finde es mega geil. Liebe Grüße an Milka, mach lieber den Weihnachtsmann als Rittersport. Es wirkt so kleinlich, ne? Es wirkt so. Ja, es klingt bei mir so. Es klingt, was heißt kleinlich? Ich finde es eigentlich ein bisschen peinlich für einen Schokoladenhersteller, der einen sehr großen Markt hat und ich glaube auch wahrscheinlich Marktanteile größer hat als die Rittersport hat. Mondelez, ja, glaube ich. Milka ist glaube ich Mondelez, ne? Ich glaube ja, da gehört ja aber auch Philadelphia und der ganze andere Kram gehört ja auch alles dazu. Ne? Mhm. Das heißt, das Produkt oder die Firma an sich ist ja groß genug. Der Marktanteil ist riesig im Schokoladenbereich für Milka. Ja? Wenn wir uns die Fernsehwerbung angucken, Rittersport, dann machen die immer Werbung.
Aber ich möchte Milka mal sehen, wenn Rittersport ein Quadrat in Lila machen würde. Da würde die Amok laufen. Natürlich, selbstverständlich. Oder oder irgendeinen Osterhasen oder irgendwas machen würden, was genauso aussieht wie der von Milka. Also insofern. Aber in dem Zusammenhang habe ich mir mal angeguckt, was alles 3D-mäßig geschützt ist. Zum Beispiel dieser Lind-Osterhase mit dem Glöckchen. Kann ich mir vorstellen. Lind darf diesen Osterhasen in dieser goldenen Verpackung mit dem Glöckchen bauen, weil auch das gilt dann als 3D-Marke. Ich habe mich mal so ein bisschen näher jetzt mit diesem Thema 3D-Marke. Also die Verbindung von Schokolade in Osterhasenform in Gold mit Glöckchen darf nur Lind machen. Etwas Ähnliches sind diese in Kugelform, diese in dieser goldenen, Raffaello ist es nicht, das ist mit Kokos. Ich kenne mich nicht aus, ich esse so wenig Schokolade. Ich auch nicht. Aber so, es gibt nur einen, der diese in goldene, ach liebe Hörer, wie heißt das Ding? Also in diesem goldenen, in diese Schokoladenkugel mit goldenem Rocher. Rocher. Ist eine weiße Kugel. Die. Ach so, warte mal, wie heißt das andere denn noch? Rocher. Raffaello ist die mit der weißen Rocher. Nee, Raffaello ist Rocher. Ja, doch, Rocher. Rocher ist die mit der goldenen. Ich wäre sonst wahnsinnig geworden. Ich hätte sonst gleich einen Podcast irgendwie googeln müssen. sowas macht mich kirre. Genau, und das sind 3D-Marken, die eben halt mehrere Sachen, wo die Funktionen, also das Produkt selbst mit der Funktion, mit der Eindeutigkeit und so weiter, dann reden wir über sogenannte 3D-Patente, was wie gesagt bei der quadratisch praktisch und so weiter, weil es ja auch ein eigenes Papier ist, weil es ja so stabil sein muss, dass du durch diesen Knick eben halt ja das auch auf sich automatisch aufreißt. Das ist ja fast eher eine Folie, als dass es eine Art Papier ist. Alles richtig gemacht vom Gerichtshof, finde ich sehr gut, aber wie gesagt, unangenehm kleinlich von Milka. Ich bin bei dir, deine scheiß Idee ist besser als meine, ja. Weiß ich jetzt nicht, aber ist okay. Musik, vergesst nicht die Musik. Ja, hast du Musik? Ja, und? Passend zu unserem Schokoladenthema. Okay. Chocolate von Snow Patrol. Chocolate. Kenne ich wahrscheinlich, habe ich nur gerade nicht garantiert. Im Ohr. Nee, mach nicht so. Kannst du dir ja gleich auf der Playlist anhören, wenn du oben wieder angefangen hast. Bis nächste Woche hast du ja dann Zeit, um anzukommen. Unbedingt, ja. Da wir schon weit über 100 Songs inzwischen haben. Da brauchst du ein paar Stunden für. Und ich packe auf unsere Hitliste von Unternehmen wir was, von Reinhard May, was in der Zeitung steht. Ja, auch nicht schlecht. Soll ja bunt bleiben. Dann, was ich auch sehr geil finde, ist ja, heute wird ja der Ausschuss tagt ja heute bei der AfD über, wie heißt der gute Mann noch, über den Abgeordneten, den man jetzt ja loswerden möchte, weil er schon mal vorher in einer rechten Partei Mitglied war. Ja. Also, das erschüttert mich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn noch? Ich habe es wieder vergessen. Ich habe es heute im Radio gehört. Auf jeden Fall, die AfD möchte ihn gerne loswerden. Weil man das nicht gut findet, dass er schon mal einer Rechtspartei angehörig war. Jo. Ich habe leider seinen rechten Namen, seinen richtigen Namen, wollte ich sagen, vergessen. Aber macht ja nichts. Was übrigens auch eine schöne Scheißidee gewesen wäre diese Woche, wäre die Corona-App gewesen. Das war keine Scheißidee, aber der Fail ist also auch unschlagbar peinlich. Ich glaube, da können wir SAP uns dann und die Telekom. Genau in zwei Wochen, wenn in der Retrospektive nachträglich nochmal uns anschauen, weil noch sind wir mitten in der Fehlfunktion. Schauen wir mal, was da denn passiert. Gestern habe ich mich noch gefreut, dachte so, naja, ich habe ein iOS, ich habe ein iPhone, das ist ja nicht so schlimm. Heute Morgen mache ich die Zeitung auf, iPhone auch betroffen. Genau. Herzlichen Glückwunsch in diesem Sinne. Was wir unseren Hörern am Schluss noch sagen müssen, es ist überhaupt ein Wunder, dass wir heute aufnehmen konnten, weil der gute Markus heute Morgen eine WhatsApp schrieb mit einem kleinen Video.
wo er dann den Schlüssel seines historischen Schrankes drehte und drehte und drehte mit dem Hilferuf, er kriegt den Schrank nicht auf, wo denn sein Mikrofon und sein Kopfhörer drin ist und der Mikroständer. Und er deswegen wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, einen Podcast aufzunehmen. Also Probleme gibt es, wo andere keine Probleme haben. Ja, der eine hat Bluescreen, der andere hat einen Schrank, der historisch ist. Ja. Und dieses Video immer so. inzwischen weiß ich, warum. Ja. Der Zylinder, der dreht nicht mehr. Also Der dreht quasi noch in dem Schrank. Dann weißt du ja, dass du demnächst einen Handwerker. Ich brauche einen, der sich mit antikem Zeug auskennt. Ja, das wirst du finden. Also ein Tischler hat meistens solche Leute in der Hand. Das ist eine gute Idee. Ich rufe einfach den Tischler. Siehst du? Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich werde noch ein wenig schneiden müssen. Ja, im Garten. Nee, ja, aber da werde ich noch ein bisschen Hochbeet bauen müssen. Das ist auch noch meine Aufgabe. Und, aber kommst du gar nicht zur Ruhe? Nein. Das ist irgendwas, weiß doch, irgendwas ist doch immer. Bis denn. Bis demnächst. Tschö. Ciao. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.